So, hier haben wir noch zwei Sorten übrig von der Kaba-Schokolade. Welche testen wir heute? Also ich würde jetzt von mir ausgehen, da ich mir sehr große Hoffnung mache, dass der Erdbeer der beste ist, würde ich doch vorschlagen, dass wir jetzt zuerst den Kekscrunch Ja, das probieren Beste kommt und immer zum das Schluss. Beste uns auffällt. Ja, dann na, machen wir die mal weg. Und dann schauen wir mal hier. Jo, was ist da jetzt für den Keks drin? Tja, Oder geht mir das nur auf den Keks? Keksstückchen steht da. Aber sonst steht es nicht so genau da. So einer Das hier. heißt, das ist ein Überraschungspaket. So ein Keks. So ein Keks, ja, das kann jetzt ein Hafercookie sein, das kann jetzt aber auch Ich glaube kein Hafercookie. nicht kein Hafercookie. Ich glaube Hafer habe ich keinen gesehen. Na gut, dann was bleibt da Das noch ist ein viel? Weizencookie. Ein Weizencookie. Ja gut, dann halt ein Weizencookie. Ja, dann machen wir mal auf den Weizen-Cookie. Dann Weizencookie gucken wir mal. Cookie, wir ehren uns mal an. Cookie an, ja. Möchten Sie diese Cookies akzeptieren? Oh, da Oh. guck mal, das sieht ja aus, Oha. als wenn es der Pickel hätte. Ja. Und diese Schokolade verwendet Cookies. Cookies. Möchten Sie das akzeptieren? Ja. Nee, genau, Nur Cookies die. akzeptieren. Ja, Ich habe jetzt aber lange gebraucht, um dahinter zu aber kommen. nur die notwendigen Nur die Cookies. technisch notwendigen Ja. Cookies. Dann gucken wir mal, ob die Cookies aber dementsprechend schmecken. Oder ob die Cookies im Computer auch so gut sind. Ja, es ist ein crispes Kauerlebnis. Ja, crispig ist es auf jeden Fall. Aber Geschmack. Der Keks, na gut, der kommt jetzt nicht so unbedingt als Geschmacks raus, aber Tja, ja, auch die Schokolade, ist die ist letztlich gut die und gleiche Schokolade, ne? ja, hätte ich Wie jetzt auch die gesagt. Milchschokolade. Das ist eine gute Schokolade. Ja, so wie die hier, die Ja. wir schon mal hatten, und mit dem Crunchy Wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Vorhin hatte ich die K und die K meine ich ein bisschen anders geschmeckt. Jetzt habe ich die A probiert. Und jetzt so schmeckt es anders. Und das nächste Mal probiere ich die B. Ja, oder das C. Der C? Wo ist doch der C? Ich habe noch keinen A, C. Na A. B, C. C. Mein C tut mir weh, B. wenn ich gehe. Ich spiele den Bär. Das hat sich aber schwer nach der Hans Völkerball. Ehr hat angehört. Das hat sich eher wie Boris Becker Der Boris angehört. Becker, wieso? Tut ihm auch den Zeh weh, wenn er geht. Der hat das mal gesagt, ich spiele den Bär. Ich spiele den Bär. Und dann Völkerball. Okay. Ja, Ja, eine. also ich nehme mir noch mal ein Ja. Stückchen. Ich nehme jetzt noch mal eine B und guck mal. Eine Sorte haben wir noch übrig, die gibt es beim nächsten Mal. Bis dann. Schoko-Weihnachtsmann. Lasst uns wissen, was euch hier schmeckt hat. Ja. Das wollen wir auch immer Dann mal wollen wir wissen. wissen, was unsere Zuschauer so mögen. Sind es die zwei oder ist es die hier? Okay, bis denn. Jo, ciao, ciao. Schweine Oh ja, von mir aus auch Ah, alles klar, au revoir. Und der Daumen hoch und der Kommentar noch dazu und Abo nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis denne. Antenne.